Jawohl, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearts of Iron 4. Das ist hier die zweite Folge. Und ja, ich muss nochmal ganz kurz was korrigieren, was ich in meinem letzten Mal ein bisschen unter den Tisch habe fallen lassen. Und zwar, was sind die Kodoha? Die Kodoha sind einfach die neutrale Partei. Also wir haben hier quasi den klassischen faschistischen Weg, den kommunistischen, den demokratischen und den neutralen. Damit kann man quasi ein monarchistisches Kaiserreich werden, während wir hier quasi ein, ja, von der Spielmechanik her faschistisches Kaiserreich sind. Ich denke, wir werden uns gar nicht lange aufhalten, sondern werden gleich mit relativ hoher Geschwindigkeit weitermachen, weil wir ja gerade am Anfang jetzt hier eher vorbereiten und nicht groß, ja, kämpfen oder ähnliches. Das beginnt dann erst, wenn wir eben gegen China ziehen. Und ich denke, das werden wir auch auf direktem Wege machen. Hier. Verbindungskonferenz. Startlevel der Planungsfähigkeit neuer Armee an Führer plus 1. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, ich muss sagen, ich bin immer noch restlos begeistert von Waking the Tiger. Ich habe nochmal eine Frankreich-Kampagne gespielt für mich selbst. Wo ich mit Frankreich diese ganzen, ich glaube, 5 oder 6 Achievements habe ich mir abgeholt in dem Run. Die beiden 1948er Achievements, dann, was gab es denn noch? Dann dieses Es lebe Frankreich Achievement, alle Cores des Deutschen Reiches besitzen oder durch Verbündete besetzt haben. Und dann, was hatte ich noch? Deploy a Nuke, also eine Atombombe abwerfen, habe ich noch gemacht. Und noch irgendwas hatte ich, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, das war's. Die 4. Naja. Jedenfalls, das war ein wirklich netter Run. Okay, wir haben noch immer ein riesiges Ausrüstungsdefizit. 22.334. Naja. Ist in Ordnung. Wir produzieren auch hier erstmal die Schiffe fertig. Genau, die werden in die Kriegsmarine gesteckt. Das war auch die einzige Flotte, die ich hier angeschafft hatte, ne? Genau. Ist auch relativ stark, okay. Die Elektrotechnik ist erforscht. Wir gehen gleich weiter in die mechanische Rechenmaschine. Sehr gut. Und wir haben neue Entscheidungen frei. Ich würde aber gerne auf das Silent Workhorse warten, eigentlich. Hier das unscheinbare Arbeitstier, bevor wir irgendwas mit politischer Macht machen. Was sagt denn eigentlich der politische Machtzuwachs? 0,95 täglich. Wegen Zaibatsus. Was ist ein Zaibatsus? Hier. Sagt es uns irgendwas historisch? Ploppt da irgendwas auf drunter, bitte? Nee, irgendwie nicht. Politische Machtkosten pro Tag, Handelsgesetzkosten und Wirtschaftskosten, aber dafür höhere Baugeschwindigkeiten. Braucht man das? Weiß nicht. Ich hätte im Augenblick lieber die politische Macht, ehrlich gesagt. Weiß nicht. Naja, wie geht's eigentlich so Manchuku? Die laden ausländische Investoren ein, okay. Und wie geht's zum Mengkoku? Haben die übrigens diesen... Nee, die haben den ganz standardmäßigen Standardfokusbaum. Übrigens eines der schwersten Länder. Wahrscheinlich noch schwerer als Bhutan. Mengkoku. Bhutan kann man ja zumindest noch irgendwie Tibet angreifen oder so, wenn man sich irgendwie ganz klug anstellt. Obwohl, die haben... Krass. Die haben gar so wenig Mann, gell? Eieieiei. Na, wobei, die haben 500.000 Einwohner. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist mit Luxemburg in einer ähnlichen Situation. Und auch mit Luxemburg ist es möglich, die Welt zu erobern. Okay. Die Verbindungskonferenz. Sehr gut. Ich denke, wir gehen nicht auf den Drei-Mächte-Pakt. Wir gehen erstmal auf die großostasiatische Wohlstandssphäre. Damit können wir Bündnisse erstellen und... Ja, kriegen gleich das Bündnis großostasiatische Wohlstandssphäre. Was überhaupt kein komplizierter Begriff ist, kriegen wir gleich gegrantet. Das werden wir aber direkt auch wieder auflösen, weil ich großostasiatische Wohlstandssphäre einfach grausam finde. Okay. Naja. Moment, ich glaube, ich habe noch das Join a Faction Achievement mal gemacht, weil ich irgendwie immer selbst Fraktionen gegründet habe oder per Fokus gegründet habe und nie einer beigetreten bin. Aber ich glaube, ich bin einer Fraktion beigetreten. Okay, warum Garnison... Ah ja, stimmt, ich hatte euch nach Korea zum Garnisonieren geschickt, damit ich euch dann nach der Landung hier einfliegen kann. Genau. So war das. Okay, das ergibt sogar Sinn. Einfache Maschinenwerkzeuge erforscht. Dann gehen wir einfach mal weiter in die konzentrierte Industrie. Stärkung der Industrie ist
hat bei mir absolut immer Vorrang. Vollkommen egal, was man spielt in Hearts of Iron. Okay, wir haben 150 politische Macht, dann gehen wir direkt auf das unscheinbare Arbeitstier. Politischer Machtzuwachs plus 15% und wir sehen statt 0,95 1,25 politische Macht täglich. Das ist einfach cool. Als Deutschland hat man zwei von diesen Typen und das ist einfach OP. Was macht das Hakenkreuz? Wirtschaftliches Zeug. Wir könnten die natürlich zwingen, Kaiser, also das Kaiserreich zu erstellen, gell? Aber ich glaube, ich will also mal mit Tekton Gear rübergehen und es wählen. Einfach damit es interessanter wird, aber ich. Deutscher Bürgerkrieg, ne? Wäre schon irgendwie lustig. Aber ich glaube, das macht es für uns auch ein bisschen. Macht es das für uns einfacher? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil wir ja keinen Verbündeten. Weil wir keinen Verbündeten dort haben, gell? Schauen wir mal, wann ist denn der ihr Fokus beendet? Ich würde sagen, wenn der Fokus beendet ist, taggen wir einmal ganz kurz rüber und nehmen für die Widerstand gegen Hitler leisten. Ja, aber das ist schon. Na, ich lasse es sich mal entwickeln. Mal gucken. Vielleicht nehmen die es ja auch selbstständig. Und Zeit läuft wieder irgendwie ein bisschen langsam für Stufe 5. Ich finde es halt einfach ein bisschen. Naja, ich versuche jetzt irgendwie ein bisschen zu reden, halt, damit es nicht ganz langweilig ist. Weil irgendwie ist es halt gerade schon ein bisschen. Es flutscht nicht, gell? Also, es ist ja irgendwie logisch, weil Aufbauphase und so ist ja auch erst Juli 36, aber ich hätte trotzdem irgendwie ein bisschen mehr Action gewünscht. Also, ich meine, wir sind halt Japan, ne? Zwischenfall an der Marco Polo Brücke, das ist. Oh, ich finde das ein bisschen kompliziert eigentlich. Der Krieg in China eskalieren, ja. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir gehen da drauf. Ja, passt. Die großostasiatische Wohlstandsfee. Mein Gott, dieser Name ist einfach so behämmert. Schön. Panzer erforscht. Sehr gut. Die 1936er Panzer. Wir haben die große Schlachtplan-Doktrin. Gefällt mir voll gar nicht. Steigen einmal ganz kurz um auf die mobile Kriegsführung. Das ist ein kleiner Bug, den man hier nutzen kann. Warum Stützpunktangriff? Warum Stützpunktangriff? Ich habe noch nie Stützpunktangriff genommen. Aber egal. Macht es irgendwas Spezielles? Schwimmende Festung, das gibt's auch hier, oder? Schwimmendes Flugfeld. Hier gibt's auch schwimmende Festung. Die sind recht ähnlich, finde ich. Schwimmendes Flugfeld, ja. Aber irgendwie gefällt mir die Präsenzflotte besser. Naja, egal. Steigen wir auch da einmal ganz kurz um. So. Und dann gehen wir mal auf die moderneren Jäger. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und. Schau nochmal. Gibt's hier noch was zu erforschen? Auf jeden Fall den Funk. Verstärkungschance plus 5%. Ist sehr wichtig, sag ich mal. Das kann wirklich über Sieg oder Niederlage entscheiden, ob man, sag ich mal, mit mehr Truppen angreifen kann oder nicht. So, und die große Säuberung in der Sowjetunion. Genau. Also scheinbar kein Bürgerkrieg bei den Sowjets. Und wie sieht's aus? Deutsches Reich macht ihr? Ihr macht den Westwall. Ja, wow. Okay. Ja, dann nehmen wir den Zwischenfall an der Marco Polo Brücke. Sehr gut. Und leichter Panzer 2. Sehr schön. Gut. Was für Entscheidungen haben wir denn hier? Die sowjetische Regierung auf die Probe stellen. Das wäre eine Operation. Wir teilen uns in Korea und der Mandschurei eine lange Grenze mit der Sowjetunion. Es gibt jede Menge potenzielle Konfliktpunkte, an denen es jederzeit zu Zwischenfällen kommen könnte. Das bietet uns die perfekte Gelegenheit. Ah, nee, ich glaube, das werden wir nicht tun. Wir sind erstmal nicht auf die Sowjetunion fixiert. Auch ein Friedensversprechen, bäh, muss ich mir gar nicht durchlesen. Und dann hier, diese ganzen Priorisierungen. Es ist halt, ich weiß nicht. Ich bin kein Freund von so Sachen, die. Na, Wehrpflicht für 2% rekrutierbare Bevölkerung. Ich bin kein Freund davon, sag ich mal, für die Verbesserung eines Punktes einen anderen Punkt, der annähernd gleich wichtig ist, gerade für einen Inselstaat, außer Acht zu lassen.
Deswegen. Naja, da werden Militärfabriken und die Fabrikleistung werden gestärkt und die Schiffswerften und die Schiffswerftproduktionsleistung wird geschwächt. Aber wir kriegen 2% rekrutierbare Bevölkerung, dafür lohnt sich's fast. Und Wehrpflichtausnahmen machen das Umgekehrte. Wir führen erstmal die universelle Wehrpflicht ein. So sieht's aus. So. Mal schauen, wie sich dadurch unsere Mannstärke nach oben ändert. Wir haben begrenzt und die universelle Wehrpflicht. Na gut. 832.000 Mann, mal schauen. Müsste sich dann eigentlich so auf 1,5 Millionen ungefähr. Oder 1,4 Millionen erhöhen. Gut, dann. Okay, uns fehlen noch 14.000 Gewehre und 600 Arztkoffer. Übrigens, da gibt es eine sehr nette Story zu den Arztkoffern. Jetzt, wo wir schon ein bisschen Zeit überbrücken müssen, kann ich dir mal erzählen. Ihr seht ja dieses weiße Kreuz hier. Dieses weiße Kreuz hier war mal rot. Aber da hat sich das Rote Kreuz beschwert, weil niemand außer das Rote Kreuz ein rotes Kreuz benutzen darf. Und deswegen musste das weiß gesetzt werden. Okay. Die 11. Olympischen Spiele wurden jüngst in Berlin, Deutschland abgehalten. Die Olympischen Sommerspiele von 1936, an der Athleten aus 49 Ländern teilnahmen, waren die ersten Olympischen Spiele der Geschichte, die teilweise als Direktsendung im Fernsehen übertragen wurden. Sie stellten einen bedeutenden Propagandasieg für das nationalsozialistische Regime dar. Das für das Sportereignis keine Kosten scheute, ja. Genau. Und Deutschland hat natürlich. Hat Deutschland die meisten Medaillen gewonnen? Ich meine schon, ja. Ich glaube, das ist aber auch immer gleich, dass, wie viele Medaillen die gewinnen. Sind hitzeakklimatisiert? Ziemlich gut sogar. Das gefällt mir doch. Seid ihr auch hitzeakklimatisiert? Nein, ihr seid kälteakklimatisiert da. Das gibt's ja nicht. Seid ihr kälteakklimatisiert? Ich will euch nicht kälteakklimatisieren. Ich find's ein bisschen schade. Warum kann man nicht Winterkleidung und Sommerkleidung produzieren und dann entsprechend die Einheiten ausstatten, wenn man das möchte? Das ist doch viel. Irgendwie fände ich. Und das wäre so eine Art von Komplexität, die ich wieder cool fände. Naja. Der Zwischenfall an der Marco Polo Brücke ist in. 10 10 Ressourcen, genau. Ich lese gerade unten den Text und. Na, egal. Ist in 10 Tagen abgeschlossen, okay. Ja, 8 Tage. Und wir haben keine Division an der Grundausbildung. Das hat auch erstmal so seine Korrektheit. Wir mal ganz kurz dieses Temp. Oh, nein! Naja. Ich mag keine Panzerdivision mit Infanterie. Wozu sind sie denn dann gut? Okay. Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke. Die chinesische Führung behauptet, die Belastungsgrenze in Bezug auf unsere ungerechtfertigten Aggressionen gegen China sei nun erreicht worden. Man hat unsere Reparationsfähigkeiten, genau. Reparationsforderungen zurückgewiesen und Berichten zufolge wurde in Shanghai japanische Staatsbürger angegriffen. Einen besseren Vorwand, entschieden gegen die Chinesen vorzugehen, werden wir nicht mehr bekommen. Okay, wir kriegen Basiskriegsunterstützung plus 5%, die liegt zwar schon bei 100%, aber egal. Und kriegen annektieren Kriegsgründe gegen Shaanxi und China. Okay. Und irgendwelche Spannungsgrenze generieren, Modifikatoren fallen weg. Okay. Wie steht's hier? Jetzt müssen wir uns genau überlegen. China. Bist im Bündnis mit den Kommi-Chinesen. Vereinte Chinesische Front. Shaanxi, du bist in keinem Bündnis. Wirst aber vermutlich eingeladen, sobald ich dir den Krieg erkläre, ne? Na komm, lass es uns einfach machen, ne? Warum nicht? Aber wir werden vorher noch eines machen. Wir lösen diese bescheuerte großostasiatische Wohlstandsfähre auf. Und wählen einen neuen Fokus. Drei-Mächte-Pakt mit Deutschland? Eher mal nicht. Oh, wir kriegen zwei Zivilfabriken. Und schön. Die Zaibatsus ersetzen. Ja, nehmen wir mal. Warum nicht? So, Zivilfabriken sind immer gut. So, euch gebe ich mal eine Angriffslinie auf Nanjing. Und ihr dürft einfach mal landen. So. Ihr geht auf Konvoi-Eskorte.
Und ja. Ja, ich habe hier. Doch, ich habe hier ein Nährstflugfeld, fällt mir gerade so auf. Jo. Sprünge der Vereinten Chinesischen Front. Ist da jetzt Shaanxi mit dabei? Gut. Keine bessere Gelegenheit wird sich uns bieten. Wir erklären den Krieg. Und wir schauen mal. Hier ist tatsächlich eine Division, die hier Wache hält. Vielleicht hätte ich doch das. Pass mal auf. Kann ich hier bearbeiten? Hier, gell? Klicken, um diese Flotteninvasion zu bearbeiten. Wir werden mal hier die auf zwei Provinzen ausdehnen. Vielleicht noch hier drauf. So. Probieren wir es mal aus. Shaanxi, dritte Vereinten Chinesischen Front bei. Das ist in Ordnung. So, ihr. Euch spalte ich mal eine Hälfte ab. Ihr geht hier an die Front. Einmal hier, da. Und. So, hier die Angriffslinie. Einmal den hier. 12 Divisionen da, 12 Divisionen da. Sehr gut. Und ihr haltet einfach die Linie. Wir können hier nämlich eh nicht durchbrechen. So, unsere Landung läuft. Ich hoffe mal, sie ist erfolgreich. Der Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke. Genau. Der hat diesen Krieg ausgelöst. Und wir können nicht halten. Das ist euer Ernst. Wieso können wir nicht halten? Weil wir Luftunterlegenheit haben? Wir haben Luftunterlegenheit. Warum das denn? Ach so, weil unsere Jäger wahrscheinlich so geringe Reichweite haben. Aber eigentlich sollten wir in dem Gebiet zumindest Luftüberlegenheit haben. Hoi. Unser General ist zwar fähig, aber die Gegner einfach so viel mehr. Das habe ich das letzte Folge erwähnt mit dem, dass die Chinesen einfach so unfassbar viel Manpower haben. Also nicht, also Japan hat viel, aber die Chinesen haben so unfassbar viel. Naja. Meine Flottenschlacht hier. Okay, wir haben einen Zerstörer versenkt. Und wir schaffen es anzulanden. Schaffen wir es? Wir müssen einen der beiden Häfen sichern. Dann bin ich schon zufrieden. Naja, eine weitere Flottenschlacht. Wir haben einen weiteren Zerstörer versenkt. Sehr gut. So, ich hätte jetzt ganz gerne. Genau, perfekt. Und du ziehst dich mal nach da zurück, bitte. Und euch verlagere ich einmal komplett um. Dass wir hier an den Rand eine Division bekommen können. Sehr gut. Eine Division von euch ist auch schon unterwegs. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Vielleicht hätte ich da doch Festungen bauen sollen, ne? Können ja gleich mal auf die Verluste schauen. Die müssten eigentlich schon relativ hoch sein auf ihrer Seite. Naja, gut, 5000 gegen 766. Hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Aber die Landung scheint auch zu laufen. Sehr gut. Beiden Stränden gewissermaßen. Ja, gut. Ist in Ordnung. Fuzhou. Können wir Fuzhou erobern? Unser General ist wirklich sehr fähig. Ein Stufe 5 General. Was für Fähigkeiten lernt er gerade? Häuserkampf, Invasor und Kommando. Sind bei 93. Komm. Das schaffst du. Wenn wir hier eine neue Front eröffnen, dann ist fällt China. Definitiv. Oh. Irgendwas ist passiert. Au! Nationalistische Spanier hat Spanien den Krieg geklärt. Ja, damit ist der spanische Bürgerkrieg alive oder so. Aber irgendwas ist komisch, weil normalerweise kriegen wir doch da. Ja, hier, okay. Habe ich mir doch gedacht. Normalerweise kriegt man da nämlich ein Event, der spanische Bürgerkrieg. War ich gerade etwas irritiert, dass das nicht gekommen ist. Und wir verlagern nochmal ganz kurz eine Provinz, eine Division, jeweils eine Provinz weiter. So, euch verlagern wir auch wieder eine Provinz weiter. Euch eine Provinz weiter. Euch eine Provinz weiter. Euch eine Provinz weiter. Und euch eine Provinz weiter. Einfach damit wir hier halten. Nicht ganz wichtig eigentlich. Dann schauen wir einfach, dass diese Landung hier unten Erfolg hat. Das wäre wichtig. Sehr schön. Wir sind bei 95. Wir haben. Ja, wir haben einen weiteren leichten Kreuzer, müsste es gewesen sein. Versenkt. Sehr schön. Boah, die greifen aber auch hier mit allem, was sie haben, an. Krass.
Aber scheinbar halten wir aus. Sehr gut. Okay. Angesichts der Kriegslage nehmen wir mal einen Infanterie-Experten. Angriff Infanterie plus 10%, Verteidigung plus 15%. Das könnte der entscheidende Mann sein. Und wir haben einen weiteren Kreuzer versenkt. Und noch ein Kreuzer. Oh. Oh. Yunnan ist der dem feindlichen Bündnis beigetreten, wollte ich sagen. Der vereinten chinesischen Front. So, ihr seid relativ low. Ja, 13. Das geht jetzt runter. 12, 11, ja. Sehr schön. Sind bei 97. Und hier halten wir tatsächlich aus. Ich bin wirklich stolz auf unsere Jungs. Aber unsere Jäger, ja. Okay, schauen wir mal. Haben wir noch andere Flugzeuge, die wir vielleicht einsetzen können? Eventuell Luftnahunterstützer oder taktische Bomber. 100 Luftnahunterstützer. Ja, aber möglicherweise eher von hier aus, ne? Okay, löschen wir die hier nochmal raus. Dann tun wir hier nochmal 100 Luftnahunterstützer einsetzen. Die eben in diesem Gebiet Luftnahunterstützung betreiben sollen. Damit hier wirklich ja nichts anbrennt. Damit hier auch aus der Luft unsere Truppen gesichert werden. So. Jeden Moment fällt der Hafen in Fuzhou oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Und unsere Truppen fassen Fuß. Sehr schön. Ich denke, es ist jetzt erstmal wichtig, hier so einen kleinen Bereich zu sichern. Das dürfen gerne auch alle 10 Mann tun. Oder alle 10 Divisionen. So, und ihr 24 Divisionen. Sehr schön. Ihr kommt hier auch raus. Und euch gebe ich einfach mal den Befehl, auf Nanjing vorzurücken. So, go. Ihr dürft direkt loslegen. So. Und ihr... Habe ich euch nicht Befehl gegeben? Nee, habe ich nicht. Oh. Ja, euch gebe ich auch einfach mal so einen Vorrückbefehl, ne? Hi, macht mal was. So. Kann ich euch einkesseln vielleicht so? Mach mal. China hat Xinjiang gerufen, weil die auch der Vereinten Chinesischen Front beigetreten sind. So, versuchen wir es mal. Und die Zaibatsus beeinflussen. Wir erinnern uns, das war unser Fokus. Nationales Mobilmachungsgesetz. Wirtschaftsgesetz zu Kriegswirtschaft ändern. Ja, warum nicht? Why not? Ne? Okay. Unsere Flotte, unsere Transporter fliegen jetzt oder schiffen jetzt hier unsere Truppen ein. Sehr gut. Damit sollte eigentlich China fast schon gefallen sein. Oder fallen jetzt seit jedem Moment. Jetzt mal auf, ich werde euch mal den Befehl geben, aggressiv vorzurücken. Euch auch. Na, wobei euch nicht, weil ihr nur 10 Mann seid. Vielleicht machst du da irgendwas Dummes. Dem traue ich nicht so ganz. Okay. Nicht schlecht. Die Guangxi-Clique tritt auch der Vereinten Chinesischen Front bei. Uiuiuiui. Sie greifen hier weiterhin erfolglos an. Sehr schön. Warum verteilen die sich wieder so dämlich? Löschen wir das mal. So. Die Verluste müssten jetzt auch wirklich klar für uns sprechen. Wir haben 65.000 zu 7.000, also ja, tun sie. Mir fällt gerade auf, ich habe ja Mengkuku gar nicht gerufen in den Krieg, deswegen können wir diese Truppen auf diese ganz kleine Front hier konzentrieren. Deswegen greifen sie auch nur da an. Ich habe mich wirklich gewundert gerade. Aber das ist die Erklärung und die Lösung. So, und wie sieht's bei euch aus? Ihr kämpft erfolgreich im Süden, im Norden eher nicht so. Ja, aber es funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall. Und wir haben 3 Forschungen frei. Ich denke, da werden wir in die Waffenforschung gehen hier.
Was ist noch gut? Strategische Bomber, taktische Bomber. Ich glaube, die neuen taktischen Bombern sind nie verkehrt. Und es ist 1937, das heißt, auch die nächste Industrie ist völlig verbesserte Maschinenwerkzeuge. Gut, wir haben 15 freie Fabriken. Hallo? Irgendwas buggt hier. Das ist mir ein bisschen unklar, was da los ist. Okay, wir bauen mal einfach Schlachtschiffe. Klassischerweise in die Kriegsmarine. 1,5 pro Jahr. Okay, ihr könnt mal diesen Hafen hier sichern, bevor er besetzt wird. Einfach, weil die Provinz frei ist. Du, ganz ehrlich, wenn ihr da nichts habt an Truppen, dann marschiere ich einfach mal hier so die Küste entlang. Warum nicht? Nee, das ist jetzt mir ein bisschen zu waghalsig. Ja, war klar. Ah, bitter. Und schon bewegt er sich langsamer. Tja, das ist wohl das Los des Eingekesselten. Ihr dürft euch auch wieder normal aggressiv bewegen. So, und wie steht's bei euch hier oben? Ihr seid schon nicht mehr so, ja, unter Beschuss, sobald ihr so viele seid. Führen wir mal aus. Okay, scheinbar können wir durchbrechen. Über die Zeit. Und wir haben sie getriggert. Jetzt greifen sie auch an. So, ihr nehmt einfach mal einen Großteil eurer Division und bewegt die auch mal nach hier. So. Einfach, dass wir hier durchbrechen. Ich glaube, ich werde hier nicht mehr ausführen. Mal auf ihr alle hier. Einfach mal hier rein, bitte. Verteidigen das hier mit 8 Divisionen. 9 Divisionen. Trotzdem gewinnen wir. Einfach Luftüberlegenheit und auch wahrscheinlich Überlegenheit der Templates. Wir schauen mal ganz kurz in die Verlustzahlen der Ausrüstung. Wir selbst haben 7000 Ausrüstung verloren. Die Gegner auch. Akzeptabel, würde ich sagen. Nicht super, aber akzeptabel. Okay. Ja, die Landung ist ein bisschen ins Stocken gekommen. Ich hatte eigentlich gehofft, da ein bisschen schneller vorrücken zu können. Außerdem sind die hier scheinbar sehr schlecht versorgt. Woran liegt das denn? Ist hier die Infrastruktur so schlecht tatsächlich, ja? Einmal bitte. So. Wir bauen dich zuerst fertig und dann bauen wir hier ein bisschen Infrastruktur. Haben wir hier. Oh ja, der Hafen ist auch nicht der beste. Hätte ich mir vielleicht vorher anschauen sollen, was hier so die Infrastruktur ist. Wir haben nicht die industrielle Kapazität dafür, so viel zu bauen. Heieieiei. Also, das ist doch irgendwie ein bisschen schwerer, als ich dachte, hier mit China fertig zu werden. Vielleicht sollte man noch eine Landung planen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Pass mal auf, wir nehmen mal dich hier. Ja, da sind Divisionen eingekesselt. Das kann ich jetzt aber nicht viel machen. Wir nehmen jetzt mal dich hier und legen einfach mal hier eine neue Seeinvasion. Von Nagasaki. Einfach mal hier so rüber. Und euch können wir mal wieder, fällt mir gerade so auf Suchen und Vernichten stellen. Auch vielleicht im südchinesischen Meer. So, wie sieht's aus? Also hier sagt er, die Schlacht dauert noch 80 Tage. Pass mal auf, wir hören mal auf anzugreifen. Einfach, weil er vielleicht ein bisschen Truppen umverteilt. Ja, du sollst aber nicht Truppen umverteilen. Pass mal auf, wir machen es jetzt mal so. Rückzugslinie, hier. Hier 3 Divisionen. Einmal da. Die Front verkürzen wir einmal um eine Provinz. So. Eigentlich müsst ihr euch jetzt hier still verhalten. Perfekt. So. Wir müssen Tianjin einnehmen. Dann ist es alles leicht. Aber bis dahin. Ah. Wir greifen ja schon von mehreren Seiten an.
Nationales Mobilmachungsgesetz. Wir sind auf Kriegswirtschaft und wir können ein neues Forschungsteam nehmen. Das ist nicht verkehrt. So. Ich merke gerade, wir sind schon bei 30 Minuten. Soll ich es in der Mitte cutten oder soll ich jetzt einfach Schluss machen und es als XXL zweite Folge hochladen? Ich glaube, ich mache zweiteres. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.